Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist insgesamt gut. Wir sind zügig aus der Krise herausgekommen, besser als die meisten anderen großen Industrienationen und die meisten unserer europäischen Nachbarn und Partner. Ich will daran erinnern, unser Bruttoinlandsprodukt ist im vergangenen Jahr um 3,6% gewachsen. Und die offizielle Prognose der Bundesregierung einige Monate zurück ist, dass wir in diesem Jahr ein gesamtwirtschaftliches Wachstum von 2,6% erwarten können. Die meisten Institute prognostizieren inzwischen ein Wachstum deutlich über 3%. Also wir sind in einer erfreulichen Entwicklung. Das heißt, wir werden in diesem Jahr das erreichen, was die Bundeskanzlerin am Anfang der Legislaturperiode als ein Ziel für die Legislaturperiode ausgegeben hat. Wenn wir bis zum Ende der Legislaturperiode wieder da sein werden, wo wir vor der Finanz- und Bankenkrise gewesen sind, wäre es gut. Dieses Ziel erreichen wir in den gesamtwirtschaftlichen Rahmendaten in diesem Jahr. Das ist eine erfreuliche Entwicklung. Die Entwicklung wird stark vom Export getragen, aber auch zunehmend vom privaten Konsum. Und vor allen Dingen wirkt sich die Entwicklung auf den Arbeitsmarkt außergewöhnlich positiv aus. Die Zahl der Arbeitslosen wird im Jahresdurchschnitt wohl unter 3 Millionen liegen. Und der Trend geht weiter nach unten. Das alles spricht dafür, dass wir in der Finanzpolitik, in der Wirtschafts- und Sozialpolitik auch vor, während und nach der Krise vieles richtig gemacht haben. Das spiegelt sich auch in den Steuereinnahmen wider. Und das haben die Ergebnisse der Steuersetzung vom 12. Mai gezeigt. Darüber habe ich auch informiert und unterrichtet. Die Steuersetzung hat ergeben, dass wir für dieses Jahr, auch für die kommenden Jahre für Bund und insbesondere auch für Länder und Gemeinden deutlich höhere Steuereinnahmen als noch bei der Schätzung im November unterstellen können. Das alles bedeutet nicht, dass wir am Ende der Konsolidierung sind. Erstens, zunächst einmal für die heutigen Haushaltsplanungen haben wir das meiste schon in den Eckwerten am 16. März zugrunde gelegt. Zum Zweiten haben wir seit den Eckwertebeschlüssen einige politische Entscheidungen treffen müssen, die Mehrausgaben oder Mindereinnahmen zur Folge haben. Und im Übrigen das Entscheidende ist, wir sind gut auf dem Weg mit der Rückführung der zu hohen Neuverschuldung. Aber das Ziel ist im Grundgesetz vorgeschrieben. Ab 2016 ist die strukturelle Neuverschuldung im Bundeshaushalt auf 0,35% des Bruttoinlandsprodukts begrenzt. Das sind rund 10 Milliarden Euro. Und man darf sich also nicht darüber täuschen. Fortschritte auf dem Weg heißen nicht, das Ziel ist noch nicht erreicht, aber wir sind gut auf dem Weg. Wir erfüllen die Anforderungen der Schuldenbremse in jedem Jahr. Wir sind ein ganzes Stück weit vor der Kurve. Und erst wenn wir dauerhaft die Neuverschuldung unter dem Wachstum des Volkseinkommens halten können, das ist der Sinn der Schuldenregel des Grundgesetzes, werden wir allmählich die relative Last der zu hohen öffentlichen Gesamtverschuldung, wir haben 2 Billionen öffentliche Gesamtverschuldung, schrittweise reduzieren können. Die Ausgaben des Bundes werden im Jahre 2012 nach dem verabschiedeten Haushaltsentwurf 306 Milliarden Euro betragen. Das sind 200 Millionen oder 0,07% mehr als die Ausgaben im Haushaltsentwurf für 2011. In den folgenden Jahren werden nach dem Finanzplan die Ausgaben im Durchschnitt leicht ansteigen, 2013 auf 311 Milliarden, 2014 gehen sie wieder ein Stück weit zurück auf 309,9 Milliarden und für 2015 planen wir mit 315 Milliarden, dann sind wir im gesamten Finanzplanungszeitraum haben wir einen durchschnittlichen Ausgabeanstieg pro Jahr von 0,7%. Und das, meine Damen und Herren, ist für den gesamten Finanzplanungszeitraum ein außergewöhnlich, auch im historischen Vergleich, außergewöhnlich niedriger Wert. Wir haben Abweichungen von den Eckwertebeschlüssen im März, die im Wesentlichen in der Umsetzung der energiepolitischen Beschlüsse der Bundesregierung vom 6. Juni liegen. Und darüber hinaus haben wir beim Bundesminister der Verteidigung
Ausgaben für Personal, dass er im Zuge der Bundeswehrreform nicht mehr benötigt wird und das nach Möglichkeit für andere Verwaltungen genutzt werden soll, auf den Einzelplan 60 in Höhe von 1 Milliarde Euro jährlich übernommen. Dafür haben wir im Gegenzug die Vorsorge für Personalkostensteigerungen im Einzelplan 60, die wir im März bei den Eckwerten vorgenommen hatten, um 500 Millionen verringert. Davon trifft den Löwenanteil, weil er den größten Personalkörper hat, auch den Bundesverteidigungsminister. Aber damit machen wir klar, dass wir den notwendigen Personalabbau im Zuge der Strukturreform der Bundeswehr nutzen, um dieses nicht mehr benötigte Personal für andere Aufgaben einzusetzen. Und wir teilen die Lasten zwischen allen Ressorts der Bundesregierung in einer angemessenen und fairen Weise. Es ist uns trotz zusätzlicher Ausgaben gelungen, wegen der besseren Einnahmenentwicklung im Wesentlichen, dass wir gegenüber dem Eckwertebeschluss die Nettokreditaufnahme weiter absenken können. Wir planen mit einer Nettokreditaufnahme für 2012 mit 27,2 Milliarden Euro. Die Kreditfinanzierungsquote, also der Anteil der Ausgaben, der über Neuverschuldung finanziert wird, lag im Soll des Haushaltsentwurfs 2011 noch bei 15,8%. Sie sinkt in 2012 auf 8,9% und im weiteren Verlauf des Finanzplanungszeitraums auf 4,7%. Wir liegen damit immer noch über dem Vorkrisenjahr 2008. Das ist wahr. Aber man muss sich immer daran erinnern, vor 2008 waren wir in einer Entwicklung, wo wir erwartet hatten, dass wir 2010 noch mit 6 Milliarden Neuverschuldung und 2011 ohne Neuverschuldung auskommen würden. Dann haben wir 2010 angefangen, den Haushalt zu entwerfen. Im Übergang der früheren Regierung und der jetzigen Regierung jeweils mit 86 Milliarden Euro Neuverschuldung. Das ist der Ausgangspunkt. Inzwischen werden wir in diesem Jahr wohl bei rund 30 Milliarden Neuverschuldung im Jahre 2011 im Vollzug des Bundeshaushalts ankommen und planen für das nächste Jahr deutlich unter 30 Milliarden Euro. Wir bleiben bei den Schwerpunkten, die sich die Bundesregierung im Rahmen ihrer Konsolidierungspolitik gesetzt hat. Wir haben ja gesagt, Schwerpunkt der Politik der Bundesregierung in dieser Legislaturperiode wird die Steigerung der Ausgaben für Bildung und Forschung sein. Und für diesen Bereich werden die Ausgaben in den Jahren 2010 bis 2013 um insgesamt 12 Milliarden Euro zusätzlich erhöht. Das zeigt sich zum Beispiel auch wieder darin, dass im Regierungsentwurf 2012 der Etat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wieder überproportional ansteigt im Vergleich zum Vorjahr um etwa 10%. Und im Vergleich zum IS des Jahres 2010 beträgt der Anstieg sogar 21%. Dabei sind Schwerpunkte die Förderung von Hochschulen und Studierenden, berufliche Bildung und die Unterstützung benachteiligter Kinder und Jugendlicher und natürlich die Forschung und Entwicklung, insbesondere in den außeruniversitären Einrichtungen, aber auch innovations- und wachstumsfördernde Maßnahmen im Bereich der Hightech-Strategie. Alles in allem sind wir mit dieser Haushalts- und Finanzpolitik auf einem guten Weg. Wir zeigen mit dieser Politik, dass eine Begrenzung der zu hohen, vorübergehend notwendigen Neuverschuldung der richtige Weg ist, um nachhaltig wirtschaftliches Wachstum zu stärken und um nachhaltig die soziale Leistungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland zu erhalten. Insbesondere die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist der beste Beweis, dass das eine Politik ist, die unserem Land insgesamt zugutekommt. Wir werden im Übrigen mit dieser Finanzpolitik auch unserer europäischen Verantwortung gerecht. Denn natürlich ist es klar, wir werden die Probleme zur Stabilisierung, die Aufgaben zur Stabilisierung unserer gemeinsamen europäischen Währung nur bewältigen, wenn jeder in seiner Verantwortung den Anforderungen des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts voll Rechnung trägt. Die Bundesrepublik Deutschland tut dies mit dieser Finanz- und Haushaltspolitik.